Wir machen jetzt ein Couch-Video. Mal keine Leder-Couch, sondern die rote Couch. Die rote Couch, ja. Denn rot steht für die Farbe des Hasses. Ja, yeah! Wir haben uns ja alle über die Zeit entwickelt. Nicht nur wir beide, sondern auch ganz viele um uns herum. Und wir schauen uns heute mal so die ersten Videos an von ganz anderen YouTubern. Ist voll gemütlich, aber es ist viel zu heiß hier einfach. Ne? Du hast auch immer deinen Pulli an. Ja, ich muss schwitzen, ich muss abnehmen, Kalorien ausschütten. Spaß. Ein bisschen dicker. Bisschen vom Bauch her, wenn ich gucke. Ja, mein Gott, das hat man immer, wenn man sitzt. Die erste Person, die wir hier gerade haben, ist Herr Anwalt. Einfach ein Foto von Hitler im Hintergrund. Ja, vor allem noch so noch schön die Uhr, es erinnert mich sehr an Stranger Things. Musik wird gemacht, der Drucker, alles ist da. Selbst ausgedrückte Urkunde, ja. Wo nichts draufsteht wo einfach. Wo nichts draufsteht, einfach nur eine Schrift irgendwie unterschrieben. Hallo, liebe Leute. Und toller Ton. Mein Name ist Tim-Henrik Walter, ich bin Rechtsanwalt aus Unna und hauptsächlich tätig im Familienrecht. Man merkt richtig, wie aufgeregt ja, er ist, süß. Ne? Krass. Aber erst weißt du, was ich gut finde? Das hasse ich nämlich, wenn das Leute machen. Ich mache es aber teilweise selber. Er schaut in die Linse, er schaut nicht auf den Bildschirm der Kamera. Das stimmt, das macht er gut ja, auf jeden Fall. Das erste Video, Credit. Tim, heutzutage, der steht dann so mit dem Mic, guckt dann, macht so ein bisschen Playboy-Blick. Ey, du musst mir nachher auch noch den Nachher zeigen. Worum geht's in meinem Videoblog? Überraschung. Es wird wahrscheinlich ums Thema Recht gehen. Aber welches Recht? Völkerrecht? Die großen Fragen, können wir Snowden nach Deutschland holen? Tatsächlich so ein Video, wo ich einfach wegklicken würde. Es hat auch ohne Musik und so. Gut, es ist halt auch etwas Sachliches, aber trotzdem. Ja. Aber zeig mal heute, wie sieht's heute aus? Heute ist er so. Das alles ist in Deutschland nicht strafbar. Vor der Polizei wegrennen bis hin zu schnellem Fahren. Hier sind 6 Dinge, die in Deutschland nicht strafbar sind, gegebenenfalls aber andere Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist der Tim, den wir heute kennen. Und auch noch die Uhr hinten. Ja, der hat so ein paar Sachen gelassen. Aber guck mal, sogar so ein blaues Licht, hinten verschwommen, er zeigt Bilder, er ist viel mehr, wie du schon sagst, drin. Und ein unbezahlter Mitarbeiter im Hintergrund, der einfach nur da sitzt, der einfach nur da sitzt. Damit er nicht alleine aussieht, redet viel schneller, ne? Ja. Also das als Vergleich so. Das ist auch schon echt ein richtiges Upgrade. Krass. Vor allem die Thumbnails auch. Ja. Sehr gut. Wie lange kennst du ihn schon? Ich kenne ihn echt noch gar nicht so ultra lange, 2-3 Jahre. Der Tim ist so ein lieber Mensch, das glaubst du gar nicht. Ich habe ihn noch nie live treffen dürfen. Ja, besser ist es. Und ich finde dafür, dass das erste Video ist, ist echt gut. Also es ist nichts, wo ich jetzt irgendwie cringen musste oder dachte so, oh mein Gott. Aber ich glaube, jeder cringet selber immer selber, am meisten. Ja. Der nächste in der Liste, die Thomas da angefertigt hat, bin ich einfach. Das ist das erste Video, aber auf dem Boolean Jam Kanal. Ach so, aber wie lange ist es her? Jetzt auch schon 5 Jahre. Boah, das ist 5 Jahre her. Boah. Ey, ich bin viel zu lange schon YouTuber machen. Julian Bam Kanal. Schreibt einfach viel Erfolg auf YouTube Boolean. Wie geil. Alter, da hatte ich einfach noch so, da hatte ich so eine Crisis, dass ich einfach so 2 Charaktere gleichzeitig aufgebaut habe. Das ist mein erstes YouTube Video, also Leute, seid nicht zu hart zu mir. Ich möchte mich einfach mit diesem Kanal einfach ein bisschen ausprobieren, mal ganz andere Dinge machen. Mega krass, ich habe einen Abonnenten schon, jetzt schon. Wie geil, du kommst. Krass. Voll das coole Bett hast du da. Ja, da habe ich ja mal. Das ist dieser Raum hier. Echt? Ja, der guckt, die Glaswand hier. Wie geil, da hast du ja voll den geilen Blick. Ist ja voll cool. Ich habe hier gepennt, deswegen bin ich ausgezogen. Wegen der Wachtel. Ja. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung der gehen wird, aber ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Habt ihr Bock? Ich weiß schon, wie man spricht. Ja, also ich finde, man kann halt gar nichts irgendwie sagen, weil man sieht halt, du hast schon voll die Ahnung vor der Kamera. So. Das ist ja voll routiniert und gechillt und cool und aufwendig. Und allein diese Location, wie geil sieht die denn aus, bitte? Ey, das ist so meta gerade, weil in diesem Video gucke ich mir die ersten Videos von anderen YouTubern an. Und wir schauen uns gerade das erste Video von Boolean an, der sich die ersten Videos von anderen YouTubern anschaut. Das sieht so schön aus. So für erste Videos gemacht haben. So, der größte aller YouTuber, den kennt ihr sicherlich alle. Crispy Rob. Wie lange kennst du den schon? Viel zu lange, wie wirklich. Lang? Ist es schon wirklich Breakdance Zeit? Auch, gell? Mhm. Der war ja damals einer meiner Schüler. Was? Ja. Wie alt ist er denn? Der ist schon locker 1000. Der nächste auf unserer Liste, Rezo. Oh, Rezo, bin ich gespannt. Vielleicht gucken wir uns ein Rezo-Video von heute an. Nächstes das ist Rezo heute. Ich hab gehört, du stellst dir im Nindu-Team auf. So kennen wir ihn, ne? Ja, das ist Rezo. So kenne ich ihn auch. Hast du Angst zu erfahren, wie er damals war? Ich bin mega gespannt. Ich weiß gar nicht, ich habe nie nachgeschaut, gell? Oh, da leuchtet es ja noch richtig auf dem Kopf. Was geht ab, ihr wundervollen Menschen? Ihr denkt jetzt, ich laber das ganze Video. Mache ich auch. Aber es gibt auch Songs in diesem Video. Sogar mehrere. Abgefahren. Es geht los. Die Sache ist die. Ich habe ja neulich einen deutlichen Abonnentenanstieg bekommen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel so geguckt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
Ich habe einen deutlichen Anstieg mehr bekommen. Hallo, liebe Leute, ich rede heute einfach mal durch. Witzig, ja. Krass. Aber es ist trotzdem super gesprochen. Sein erstes Video. Nee, das ist nicht das erste Video. Ich glaube, das erste konnte man nicht zeigen aufgrund von Lizenzprobleme, die wir damals einfach ignoriert hatten. Also Rezo hat sich gerade gar nicht so ultra krass verändert. Voll nicht. Also wenn du mir sagen würdest, es wäre jetzt vor 3 Monaten gewesen, würde ich sagen, ja. Es ist also aber echt krass. Vor 6 Jahren gewesen. Wahnsinn. Mach doch mal ordentliche Musik, denn das Zeug, was du ins Mic reinkackst, hört man schon jeden Tag im Radio. Huren. Hochzehn. Aber das war doch der musikalische Rezo. So habe ich den ja kennengelernt. Da war der noch voll. Es sieht doch richtig kükig aus. So. Ist echt witzig. Er sieht so unverbraucht aus einfach. Ja. Dieser Blick einfach. Ja, er schmilzt dahin. Das ist doch so richtig Boyband. Ja, so richtig so Sunny Boy. Richtig witzig. Seine Gedanken sind so: Ich glaube, dieses YouTube ist cool. Ich freue mich auf die Zukunft. Das wird schön hier. Ach, crazy. So kenne ich Rezo gar nicht. Ja, heutzutage kennen wir ihn nur als so einen alten, verdruckten Greis. Revi. Oh, Revi, bin ich gespannt. Okay, wir gucken mal ganz kurz nochmal rein, wie Revi heute. Heute ist so, ne? Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben Schach gespielt. Nicht mal gegen mich selber. Unsere Frist, dass du antworten musst, das ist leider Gottes Revi heute, ne? Ja. Du bist jetzt mindestens 6 Tage über der Frist, Ju, und irgendwann reicht's dann auch. Das ist Revi, der eine Ansage gegen mich gemacht hat. Also eher Lifestyle. Genau, so Lifestyle ein bisschen. Der ist Playboy-mäßig geworden. Der kriegt auch immer mehr Ketten um den Hals. Ja, okay, okay, okay. Und so war Revi damals. Das ist ja genauso schlecht wie meine allerersten Videos. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Oh! Was zum? Vor allem, er schaut halt aus dem Bild raus, ne? Das hab ich auch immer so gemacht, das triggert mich richtig hart. Das habe ich auch gemacht, ich habe früher immer aus dem scheiß Bildschirm einfach so die Videos aufnehmen, ja, und zwar perfekt. Raus aus dem Bild. Warum macht man das? Weil man sich noch nicht auskennt. Oh Gott, diese Intros. Diese Let's Play-Intros, ne? Ein Grauen einfach. Oh Gott, ja. Ja, diese immer, auf einmal, immer so eine Rave-Party hier. Diese Intros, stimmt. Da wurde er damals noch angefragt, ob man auch solche gestörten Intros will. Voll. So, das lädt jetzt gerade, das lädt. Das ist schön. Wer ist das? Ja, geil. Ich weiß nicht, ist seine Freundin von damals? Süß. Okay, da sind wir. Der ist so viel ruhiger damals gewesen. Ja, vor allem gewesen. So volles Küken noch. Voll so lieb. Ja, noch so ganz lieb und vorsichtig und schaut so in die Kamera, in den Display, wie ich es vorhin gesagt habe, und nicht in die Game. Ja. Dieses Video ist 9 Jahre alt. Da war er ja gerade mal 12. Es ist wirklich sein allererstes, ja, oder? Ich glaube auch, muss nicht das allererste sein. Nee, das ist das erste Video. Noch ohne Cam. Guck, wie liebe Servus, lieber, das erste nochmal. Spiel mal ab, wie Liebe das gesagt hat. Guck mal. Servus, liebe Chabonenten. Ich heiße euch herzlich willkommen. Chabonenten. Oh. Das war auch so viel schöner damals, dass er sich gar nicht gezeigt hat irgendwie. Ja. Hier seht ihr jetzt gleich die erste Folge Megaprojekt. Ich hatte super viel Spaß. Oh, das krass. Ist lieb. Das ist so unbewusst. Ja, manche haben sich halt tatsächlich zum Negativen geändert. Ah! Oh ja, Julia Beautics. Okay, Julia Beautics, guck mal. Hallöchen, liebe Leute. Ich bin wieder da und ich freue mich sehr, weil hier ist ein Stuhl neben mir, der ist noch leer. Beiß mal rein. Nee. Mach mal. Voll sauer. Sie hat auch schon in meinen Entenfuß gebissen. Ah, ich finde dich so süß, beide. So cute. Die beiden sind cute, ja. Aber wie war Julia vorher? Wie alt ist sie denn da? Oh, süß. Ach, so ein kleines Emo-Girl. Ja, süß. Aber wie alt? Hallo. Oh nein, wenn die heute 12 war, dann war die hier in dem Video noch gar nicht existent. Die noch, war gar nicht geboren. Die ist -2. Ich krieg Muttergefühl, ich habe einen Milchanschuss. Oh. Ich bin Julia und ich wollte heute anfangen, YouTube-Videos zu drehen. Und, boah, aber da war Julia wirklich noch. Ja, warte mal, 11, wie alt 12. ist denn das Video? Das Video ist auch 9 Jahre her. Wie alt ist sie denn? Ja, die ist ja heute 13, dann war die ja 4. Aber darf man da überhaupt schon YouTube machen? Mit 4? Ach, hallo so Leute, das ist mein erster Versuch, ein Video zu drehen. Seid bitte nicht so streng mit mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiter folgen würdet. Aber krass, wie lange man eigentlich schon YouTube macht. Hat sie da auch konstant immer hochgeladen? Ja, ich glaube schon. Ihr erstes Video ist einfach 50 Fakten über sich. Oh. Weil sie dann noch dachte, Leute interessieren sich für sie. Obwohl sie das erste Video macht, das heißt, sie kennen sie ja gar nicht. Und ich habe jetzt nicht genau 50 Fakten, weil wir einfach nicht... Aber sie schaut und in die Kamera. Ja, und schon damals Clickbait gemacht. Die hat keine 50 Fakten, aber schreibt jetzt einen Titel. Stimmt. Jetzt kommt Dagi B und die kenne ich wirklich so fast am längsten gefühlt. Mit der habe ich am meisten gemacht damals, ne? Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video. Wo fange ich an? Wo starte ich? Also,
Eigentlich sollte dieses Video ein Vlog werden. Aber sie guckt auch nicht in die Kamera, ne? Stimmt. Ja, das ist Dagi heute, ja. Ne? Mama. Wie, ja, stimmt, sie ist ja Mama geworden. Mhm. Wie lange macht ihr eigentlich jetzt schon YouTube? Das sehen wir jetzt gleich. Das war vor 10 Jahren. Oh mein Gott. So wie sie jetzt aussieht, könnt ihr so Best Friend mit Julia sein. Einfach. Ja, mit voll diesen, süß. Mit den Bildern im Hintergrund. Hallo ihr Lieben. Oh krass. Ich bin's, eure Dagi. Vielleicht kennt ihr mich ja aus unzähligen Videos von Lind. Ach, die waren ja zusammen, ne? Ja. Ach so, oh mein Gott, das ist ja voll das Rabbit Hole. Das, das wusste ich ja gar nicht mehr. Die Zeit zurück, gegen den Rest der Welt. Erkennst du dich wieder? Internetstars, was jetzt demnächst rauskommt. Ich muss ehrlich sagen, bei Dagi, die war damals so sehr viel ruhiger. Und heute ist sie auch recht ruhig. Aber es gab eine Zeit, wo sie auf jeden Fall lauter und ja, energetischer das, ja, war. Ja, das weiß ich noch, ja. Deswegen, ja. Weil ich so ein gutes Feedback von euch bekommen habe. Und ihr meintet, ich soll auch mal Videos drehen. Da dachte ich mir, komm, kaufst du dir mal eine Kamera, machst dir das Stativ klar von einem Freund und drehst Videos. So geil. So süß, gell? Wie sie so voll ernst bleibt, aber so aber diese Mimiken. So euphorisch. Mach mal eine Kamera und dann mache ich einfach mal ein Video. Wie alt war sie denn da? 27 ist sie jetzt. 17. Dann war die 17, ja. Was 17, 16, Küken, 17. Ey, Wahnsinn. Ja, alle hat sehr früh angefangen, ja. No-Go 2. Macho-Getour und möchte gern Assi. Erstes Video von ihr ist einfach No-Gos bei Jungs. Ja, direkt mal rein. Da. So, welche Community willst du nicht haben? Direkt mal setten hier. Oh, oh, jetzt kommst oh, du. Oh mein nein, Gott. Oh nein, echt jetzt? Nein. Wir kennen dich so. In 2 Wochen erscheint mein Buch. Ihr könnt das jetzt noch vorbestellen oder in jedem Buchhandel. Habe ich nie bekommen, das Buch. Danke dir an der Stelle auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich jetzt mitbringen, aber ich dachte mir... Ich lese eh nichts. Wie arrogant ist es, wenn ich jetzt zu dir komme und dann direkt ein Buch mitbringe. Hä, warum ist es auch nicht arrogant? Also ich schicke dir gerne eins, aber ich fand, das wäre so... Assi gewesen, oder? Hä, nein! Hey, kannst du mir alles schenken? Kannst du mir auch das Regal hinten schenken? Ja, das kann ich dir schenken, das nehme ich eh nicht mit. Das ist ja voll das Kinderzimmer, ne? Das mache ich komplett anders, wenn ich umgezogen bin. Das wird so ein richtiges, sickes, ernstes, erwachsenes Zimmer jetzt werden. Was heißt das, überall Zeitungspapier oder was? Genau. Das wird halt jetzt auch nicht besser. Guck mal, die Quali an! Es gibt nicht viel Steigerung. Wenn ich 2, 3 Jahre zurückblicke auf YouTube, kann ich mir eigentlich kaum noch vorstellen, dass damals Pranks so gut gelaufen sind, weil uns heute allen eigentlich klar ist, dass das immer nur gefaked und gespielt war. Das bist du, ja. Ja, aber eigentlich stimmt es, was ich sage. Ich dachte früher, die Pranks sind alle echt. Bis Leon Mascheren kam, dann war klar, dass alles gefaked ist. Ja, die haben halt so ein Fake-Ding draus gemacht. Ja, ich glaube, dieser Fusi, wie hieß der Fusi? Der hat doch, glaube ich, das schon in dem Aufzug, das war ja schon teilweise echt. Genau, manche Sachen waren nicht echt. Aber dann kam ja immer mehr Gefake. Das stimmt. Können wir jetzt diesen Kanal verlassen? So, aber wir schauen noch mal, was du vorher gemacht hast. Hauptkanal, ja. Oh mein Gott, das Intro habe ich selber gemacht. Das ist die Ruby! Ach, ja? Ja, das habe ich selber gemacht in Flash damals. Ich finde es cool. In Flash sogar? Boah, das kennt niemand mehr. Ja, ich weiß, das ist so viel alt. Kennt ihr Flash, das Programm? Das habe ich in meiner Ausbildung gelernt. Herzlich willkommen auf dem saftigen Gnu-Channel. Und Fluff gespielt. Saftiges Gnu. Stimmt, dieser Name. Oh Gott, nein. Die Sache ist, man fragt sich, wo ist die Facecam hin? Man sieht sie nicht. Die ist so dunkel, die Facecam. Da unten rechts. Oh, ich hab mich so geschämt, das beim ersten Video. Was ist denn dein erstes Real-Life-Video? Oh nein, bitte nicht. Nein! Nein, bitte, Jube, das ist so unangenehm. Nein! Mein Name ist Saftiges Gnu. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Hä, hey, ist doch voll hier cool. Let's Plays mit Leidenschaft gespielt. Mit Leidenschaft gespielt. Leck mich doch am Arsch. Dich! Ich hatte die Fackel an, gell? Du bist ja nur am Fluchen. Oh mein Gott, ich weiß es selber gar nicht mehr. Wie assi war ich denn? Warst du so Frankfurterin, richtig? Lass uns diesen Kanal verlassen. Wir verlassen diesen Kanal einfach. Der Kanal hier, wo wir uns gerade befinden, der hat natürlich auch so seinen Beginn. Dieses Video, was wir jetzt gerade hier machen, ja? Ne? So wie das jetzt gerade aussieht, wie wir miteinander reden hier. Und wie wir auch unter dem Tisch, was ihr gerade nicht seht, ein bisschen unanieren sind. Ne? Wir haben unanieren sind. Das sieht man alles gerade nicht. Aber dieser Kanal hat natürlich auch seinen Ursprung, seine Geburt, ja? Und die sah so aus. Erstmal unser ganz, ganz altes Intro. Intro fehlt! Ich fange einfach mal ganz gechillt an mit einer Reaktion auf Okay Boomer. Das war das allererste Video. Echt? Auf Zuck mich nicht, ja. Komm ich aus, einfach. Du hast ja schon viele verschiedene Styles gehabt. Bei mir ist so, ich sehe immer gleich aus schon. Ja, das ärgert mich auch die ganze Zeit schon so. Was? Dass du nicht dir nicht mal so ein Iro machst oder sowas. Ja, ich krasses. Bin voll, wenn es um meine Haare geht, voll. Also ich will die nicht schneiden, ich wollte immer lange Haare. Nein, du hast voll die schöne Haare. Warum soll man, was willst du denn machen damit? Blond oder was? Ja, oh Gott, das hatte ich einmal, das mache ich nie wieder. Deswegen meine ich ja, aber ich finde es cool, wenn halt Leute ihren Style immer ändern und was immer wieder Neues aus sich machen, das habe ich halt nie gemacht. Ich trage auch schon seit 10 Jahren diese Hose. Diese Hose, ja, guck mal, wenn man so macht, das sieht man jetzt gerade nicht, dann
Staub, die so, so eine Staubwolke. Was ist denn das? Das wollte ich dir nicht sagen, aber es ist raus. Ich hoffe, dass der Sound auch funzt. Könnt ihr den Sound hören? Ja, dieses, ne? Könnt ihr den Sound hören? Wie, ich bin zu leise, ich bin zu laut, boah. Hast du da gestreamt? Ja, ich habe gestreamt. Also ich muss ehrlich sagen, so, weil viele mich immer wieder gefragt haben, warum ich nicht streame, das war keine gute Zeit bei mir. Aber ich fand's toll, mit dir Rough zu spielen. Das stimmt, das stimmt. Also das war wirklich ein Spiel, wo ich gedacht habe, ich will das mit dir privat noch weiterspielen, aber ey. Die Zeit. Genau, die Zeit, jetzt während des Hauptvideos war es einfach nicht möglich. Ich hatte wirklich während Stream, hatte ich wirklich einer meiner größten Downs in meinem Leben. Hast dir selber so ein bisschen den Druck gegeben, da jetzt auch so krass performen zu müssen wie auf YouTube oder was war's? Ich konnte mich einfach permanent nicht wirklich entfalten. Ich habe wirklich diese ganze Scheiße eigentlich angefangen, weil ich Schnitte setzen muss, weil ich einen Schnitt setzen muss, Pause machen muss, überlegen möchte und was Cooles inszenieren möchte. Aber das ist live einfach nicht möglich. Wenn wir jetzt so gerade sprechen miteinander, dann reden wir ja auch durch, weil ich da mit einer Person interagiere. Aber wenn ich alleine da bin, ja, im Stream, also wenn ich mit jemandem was gemacht habe im Stream, war immer voll okay, war so unter Freunden, hat Bock gemacht. Aber alleine so, auch so seinen Streamingplan zu haben, okay, ich mach das, hat sich immer falsch angefühlt die ganze Zeit. Ich war immer komplett lost und konnte mich nie kreativ richtig entfalten. Und wenn wir was Größeres geplant haben, dann hat die Technik immer versagt. Das heißt, ich war so krass abhängig von verschiedenen Faktoren. Musste genau um 18 Uhr, wenn der Stream losgeht, dann irgendwie auch gut gelaunt sein, auch wenn ich mal nicht gut gelaunt bin. Weil wenn ich mal nicht gut gelaunt bin, dann schreiben alle so, was ist los mit dir? Dann mach doch den Stream aus. Und ich dachte die ganze Zeit so, ja, was, wie, wo, was. Aber ich irgendwie musste halt streamen, weil sonst mache ich ja gar nichts mehr irgendwie. Das geht auch nicht. Aber deswegen, durch dieses ganze Stream ist mir nochmal so krass klar geworden, dass mein Herz einfach fürs Filmemachen pocht so und für nichts anderes. Und ich will einfach nur Sachen inszenieren und irgendwann Film, Musik, alles Kreative machen, Schnitte setzen. Manche sagen ja, TikTok ist auch nichts für mich. Da muss ich immer jeden Trend mitgehen. Und wenn du für dich gesagt hast, hey, Stream ist nichts für mich, sondern ich liebe einfach YouTube, was ja auch cool ist, weil es gibt ja genug Leute, die sagen, nee, ich will nur streamen und ich hasse Videos. Mhm. Und da bist halt einfach auch der King drin. Also man muss ja auch nicht alles machen. Aber wie gesagt, ausprobiert gewesen so. Eben, genau, du hast ausprobiert, deshalb ist nichts für mich. Coole Momente auch gehabt mit vielen der Zuschauern so, ne? Mit Kaya und so diese UNO-Runden waren. Kaya auch kennengelernt durch dich, dann war er auf einmal bei einem Hauptvideo dabei, das war schon großartig, so die ganzen neuen Menschen kennenzulernen, so wie ein Trimax oder MikiTV, die ich alle nur über Stream kennengelernt habe, war auch mega cool. Oder ein Kevin, Papa Platte, obwohl das bereue ich eher. Für mich würde ich nie wieder in meinem Leben, das ging voll hart, weil es so absolut ist, aber zum Streaming zurückkommen. Das Einzige ist nur, aus Gast bei jemandem dabei sein, ist voll fein für mich. Wenn ich mich um nichts kümmern muss, ich bin dann da, ich schaue mir was an, laber, habe eine gute Zeit, voll safe auf jeden Fall bei jedem. Aber nicht, wenn ich selber live gehen muss. Darf ich sagen, wer mich auf die Entscheidung gebracht hat? Wenn du willst. Ja? Wenn wir schon dabei sind, ist es auch ein Real Talk Video geworden. Mir ging es auch permanent nicht gut während der Streamzeiten und ich habe da richtig viel mit dir gesprochen. Wir haben immer über Discord auch so ein bisschen gelabert, einfach nur gelabert und so weiter. Damit haben wir uns erst so angefreundet, auch so mehr und mehr. Ganz am Anfang war es immer so kurze Fragen, ey, kannst du mir mal irgendwie helfen hier beim Stream, ich weiß nicht so genau wie. Dann haben wir miteinander geredet und haben wir uns immer verquatscht. Dann habe ich mich immer auch mehr ein bisschen von der Seele gesprochen so, weil du das immer so schön aufgefangen hast. Dann hast du mir irgendwann gesagt, ey, dann mach doch einfach wieder YouTube. So, du kannst die Videos doch auch offline aufnehmen. Ja. Genauso viel Spaß haben, vielleicht mehr Spaß haben. Und ich so, krass, stimmt. Und du hast mich da ein bisschen dazu gebracht. Du hast noch gesagt, ich soll mit Henno sprechen. Und der hat mir auch diesen Tipp gegeben. Ja. Und dann habe ich jetzt angefangen, diesen Jukmini-Kanal zu lieben, jetzt gerade, wo wir halt sind. So, du hast mich da ein bisschen so aus dem Loch rausgezogen, muss ich ehrlich sagen. Oh, sehr verliebt. Ich hoffe, du isst mein Kimchi auch nachher. Ja. Alicia Joe mag ich auch sehr gerne. Ja, ich auch. Ne? Ich mag die so sehr. Ich habe die damals kennengelernt bei Utopia. Und da wusste ich schon, cool, die kommt, mit der will ich mich unbedingt anfreunden, weil ich die so cool finde. Aber hast du nicht? Doch, also was heißt anfreunden? Ich wollte einfach mit ihr Kontakt haben, weil ich es cool finde, was sie macht. Und sie bringt es auf den Punkt und sie recherchiert gut und ist einfach cool. Bist du jetzt ihr Freund? Ich bin jetzt ihr Freund, ja. Weil sie sagt was anderes, aber okay. Hyaluronsäure. Während man 2005 noch gesagt hätte, was soll das denn sein? Weiß heute jedes Kind auf TikTok, dass man mit Hyaluronfillern seine Lippen vergrößern, die Nase ohne OP umformen und die Augenringe unterspritzen kann. Wie war Alicia Jonas Brothers damals? Jonas Brothers. Zahnfee. Sie kommt nachts und tauscht deinen Milchzahn gegen eine Goldmünze. Aber warum tut sie das? Was ist das? Hat das was mit dir zu tun, wegen Zahnfeen? Als man noch an Hexen und böse Feen glaubte, dachte man, sie können die Macht über einen Menschen erlangen, wenn sie dazu Haare, Fingernägel oder Zähne von ihm besitzen. Wie alt war die da? 2017. Vor 5 Jahren. Richtig kurz. Ach, mit Nyx zusammen. Schminke, oder? Ach, krass. Make-up. Boah, krass. Ist ja voll cool. Voll.
the truth about Tooth Fairy. Volles kreative Video. Voll, ja. Rückwärts. Süß. Hey, krass, dass sie sowas gemacht hat damals. Ach cool, jetzt zeigt sie das, oder? Wie sie sich geschminkt hat. Auf der Nase habe. Ich wollte eigentlich noch richtig so, aufwendig, ey, krass. Crazy, ganz ihr, anders. Das waren ihre ersten Videos, da fühle ich mich richtig schlecht. Vielleicht hat sie noch einen geheimen anderen Kanal, wo die, weiß nicht, noch vor 30 Jahren Videos gemacht hat. Wahrscheinlich. Die nächste auf unserer Liste ist Mrs. Kelly. Mrs. Vlog. Auf jeden Fall habe ich einen wilden Blick von einem Typen bekommen, der an mir vorbeigelaufen ist. Vielleicht kann man es ein kleines richtig geil, wie in so einer Serie, gell? Ein bisschen. Egal, wir scheißen drauf. Ich bin in London seit ein paar Tagen schon, nachdem ich auf der tschechischen Hochzeit meiner Cousine war. Alle einfach blond in diesem Video. Ja, aber wirklich, geil, wie bei Midsommar. Kelly, finde ich, hat aber auch so viele verschiedene Facetten von sich so gezeigt. Diesmal so, diesmal so. Bei ihr merkt man, die ist voll auch gemütsabhängig so, mal so, mal so. Weil die halt auch so vielfältig ist von ihrem Charakter. Verstellt sich auch nicht, ne? Wenn sie halt mal nicht gut geht, dann sagt sie das halt auch einfach. Jetzt ist die reisende Kelly. Manchmal macht die auch einfach ihre Wohnung, dann ist sie die wohnende Kelly. Wie war denn die damalige Kelly? Vorab will ich klarstellen, dass ich Facebook absolut mag. Ich glaube, ich verbringe 60% meiner Zeit bei Facebook. Nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, dass ich Facebook nicht mag. Hauptsache, sie muss auf jeden Fall daten. Ich und Facebook, wir sind Freunde. Ja, noch. Und das Video ist 12 fucking Jahre. Kelly ist so lange schon am Start. Ja, es ist so krass, dass sie so lange Geduld hat. Letztens habe ich mich bei Facebook angemeldet. Das ist ja schlechter als meine Quali. Endlich mal ihr Quali. Ja, aber gut, es ist 12 Jahre her. Aber deine Quali sieht ja heute noch so aus. Das stimmt. Ey, du brauchst nur eine neue Kamera. Ich habe 1000 Kameras. Ich habe die. Ich habe noch eine krassere von Lumix. Ich habe noch eine. Und irgendwie sagt mir jeder was anderes, warum er die nicht scharf kriegt in meinem scheiß Gamer-Raum. Weil die nicht fokussiert. Und wie oft war es, dass ich aufgenommen habe, unscharf war, dann habe ich irgendwann gesagt, fuck, ich nehme jetzt einfach diese Facecam. Aber nicht so mal scharf. Ja, du musst mal zu mir kommen und es einstellen. Das ist echt eine Katastrophe. Und zack, war ich einer von über 11 Millionen deutschen Usern. Also habe ich angefangen, Kommentare unter Fotos zu schreiben, Kommentare unter Status entwickeln. Wie wird sich das errollt? In Gruppen beizutreten. Yeah. Es ist so richtig, ich habe eine Webcam zu Hause und damit mache ich Videos. Ja. Das ist so oldschool, crazy, Alter, so oldschool. Daumen nach oben da! Ja, krass, Kelly, Alter, so lange schon dabei, ey. Heftig, heftig. So, die nächste Person ist unser guter Freund Sturms, ey. Ich liebe diesen Mann einfach. Seine Videos gucke ich mir nicht an, ne, scheiß drauf. Also wenn, dann nur auf Stumm, weil ich diesen Mann einfach liebe. Ich liebe ihn einfach. Ich finde einfach schon die Location geil. Wirklich immer schlecht. Wir bestellen heute bei den drei größten Liefer-Apps dieser Stadt. Alles, was er sagt, kann ich einfach nur sagen, ja, ey, finde ich gut, dass du es machst. Ja. Stimmt das? Finden wir raus. Let's go. Ja, let's go. Das ist aber cool. Ganz ehrlich, der hat mich direkt gepackt einfach mit seiner Sympathie, mit dieser Empathie. Und die Transition. Genau. Es ist so, wie ich schaue mir ein Video von ihm an, aber es fühlt sich so an, als würde er mir zuhören und er mich verstehen als Zuschauer. Ey, Sturmi. Oh. Aber trotzdem muss ich sagen, er labert so viel Scheiße. Also, wenn der hier hinkommt ins Office, dann ist es halt einfach so von Anfang bis Ende einfach eine Comedy-Show. Der labert so viel durch, der tickt so schnell. Dann das ist ja süß. Wie lange kennt ihr euch denn schon jetzt? Auch leider zu lang. Er hatte auch seinen Anfang. Auch. Boah, mega Hunger. Aber unser Essen kommt auch gleich. Der hat früher Gaming gemacht, gell? Stimmt, dafür war der bekannt. Was? Nein, das ist doch nicht Sturmwaffel. Ich habe Sturmwaffel noch nie ohne Mütze gesehen. Du hast jetzt mein Leben zerstört. Das kannst du doch nicht machen. Ey, das sieht ja komplett anders aus. Das ist ein komplett anderer Mensch. Hey, der ist ja voll handsome. Ich dachte, Sturmi hat keine Haare. Sehr wenig. Das ist die Situation, die du gerade beschrieben hast, wenn er bei dir ist, dass er kommt und nichts redet. So ist er, genau. So guckt er mich dann an. Oh, das ist traurig. Stimmt, das ist er. Das sieht mir so eine Sadness in den Augen, oder? Er sagt auch so, ab jetzt ist mein Leben vorbei. Ja. Wenn ich diesen Knopf drücke. Ach, er war im Livestream, oder was? Nee, das ist einfach sein Anfang gewesen. Der war damals schon sehr lustig. Ja, das ist eine Mütze. Willkommen auf meinem Chanel. Ich weiß nicht, wie ihr euch hierhin verirrt habt, aber... Danke. Das ist ein anderer Mensch gerade, aber es ist seine Stimme. Gell? Das ist so verrückt. Er sieht jetzt nicht irgendwie nur älter aus oder nur vielleicht ein bisschen, ich sag mal, stämmiger. Er sieht einfach aus wie ein anderer Mensch, als wäre Nase, Auge, Mund, ja, alles komplett anders. Ja, das ist ja voll crazy. Woran liegt es denn? Ich weiß es nicht. Wie alt war der da? Das war vor 9 Jahren. Boah.
Boah, Alter, krass. Das hat mich weggeflasht. Das war echt eine krasse Transition. Echt, das ist auf jeden Fall ein Glowdown, ne? Nein, Spaß. Ich hab ja gesagt. Das ist krass. Das ist halt echt krass. Kannst du mir nicht sagen, dass das... Würde ich nicht erkennen, ne? Nee. Den müsste man eigentlich mal in so ein Rate-Game reinbringen, wie YouTube früher aussah, wer das ist. Ja, krass, Alter. Holy shit. So. Joey's Jungle. Der Bart alleine bei ihm, ne? Ja. Der macht etwas mit ihm. Ja. Also er hat natürlich auch viele Phasen jetzt immer wieder mal durch, ne? Der wurde ja auch irgendwie konstant immer energiereicher so. Jetzt ist mehr so der Real Joey, so kennt man ihn auch privat, so ist er auch privat, hat er. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich hab so seine Videos geschaut, wo er auch so quasi diese Emojis nachgestellt hat und alles. Ja, ich glaube, dass er damals auch ruhiger war und vielleicht dann irgendwie immer krasser wurde, weil irgendwie YouTube bringt einen ja auch ein bisschen mehr. YouTube sagt dir so, mach mehr ja. von dem kranken Scheiß, und das macht ja was mit einem. Das hat ja Joey auch kritisiert an sich selber, dass er da irgendwie so in diesem Rabbit Hole gefangen ist dann. Und deswegen war er wahrscheinlich am Anfang ein bisschen ruhiger. Wie alle mit so ganz komischen Artsy-Videos angefangen haben, ja, oder? Ja, richtig deep. Ein Bein-Song, das ist ein Song. Ich weiß, ich hab vieles falsch gemacht. Und ich weiß, ihr habt alle über mich gelacht. Doch ich weiß, es wird nicht so sein. Denn ich habe jetzt nur noch ein Bein. Was ist das? Ich find's gar nicht schlecht gerappt. Oder? Krass! Joey, du Rapper, was ist hier los? Das ist halt einfach schon auch 9 Jahre alt. Krass! Leider nicht mehr, aber ich mein, es war noch gar nicht lange her. Doch ich weiß, da gab es eine Frau, die haute mir vor den Kopf und ich sagte, au. Und dann schrie ich sie an und sie dann nur so vor, jetzt zück ich meine Gun. 3 Stück zu viel, ich weiß nicht mehr. Nur so viel, es schmerzte sehr. Ist doch gar nicht schlecht, oder? Ja. Also, schon. Nein, Spaß. Aber Joey ist eh talentiert as fuck. Der kann singen, der kann performen, der kann tanzen. Wusstest du schon, dass er singt? Weil ich ihn damals kennengelernt habe, da haben wir auch recht frühzeitig danach so auch ein großes Mega-Projekt gehabt, so Pyjama Gang. Und da habe ich so auf einmal gemerkt, boah krass, der hat eine krasse Erzählerstimme. Der ist so voll energiereich, aber auch voll perfektionistisch. Er hat manchmal wirklich eine Vorstellung von seiner Idee und will das auch wirklich so umgesetzt haben. So. Crazy. Also sehr, sehr kreativer, künstlerischer Mensch. Ja. Ich bin kein Typ für leere Worte. Und noch keiner von der so Schule geil, dass er alles schlägt. Wenn ich was verspreche, halte ich es auch. Sonst bestraft mich meine Mama mit Lauch. Krass, Alter, ich gar nicht, ja, das hätte ich auch gar nicht erwartet. Also Joey und Sturmi, Alter, die beiden ja, auf jeden Fall. Ja, das war die krasseste Transformation. Voll krass. Der allerletzte, Luca Corncrafter. Letzte Video heißt deine Mutter. Hallo, Luca, meine lieben Freunde, wir waren gestern auf einer Hochzeit. Habt ihr vielleicht schon bei Instagram gesehen? Und ich, Dulli, habe natürlich vergessen, für heute ein Video vorzuproduzieren. Allerdings habe ich eine super coole Idee. Guck auf die Straße, sonst sterben wir. Sie ist übrigens die schlechteste Autofahrerin in Deutschland. Bin ich nicht. Das ist so schlecht. Das ist Luca. Ah. Luca, heutzutage kennen wir schnelles Pacing, pam, 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 laber die ganze Zeit durch so. Also das ist auch so einer, auf Knopfdruck kann er einfach durchreden. So. Wie lange kennst du ihn schon? Boah, den kenne ich sogar echt lange, aber ich habe nie so richtig ultra viel mit ihm gemacht. So. Aber immer wenn man sich gesehen hat, war es halt immer nice. So. Aber wie war er damals? Das ist doch die viel wichtigere Frage. 9 Jahre her. Wow. Ich bin hier und so. Und das erste Mal mit Facecam am Start. Ach, das erste Mal. Einige Leute in die Kommentare geschrieben haben, was heißt einige, so circa 10 Milliarden. Nicht sogar Billionen. Minecraft, gell, mit Minecraft haben so viele Leute angefangen. Voll auch krass, so ja, ja. Revi, Luca, Sturmwaffe. Ja, Unge, ja, Dena. Stimmt. Aber krass, okay, liebe Freunde, jetzt war ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Krass, wir haben alle unsere sehr traurige Reise hinter uns, dass wir heute alle so geworden sind, wie wir sind. Heute sind wir Assis und Corner im Frankfurt-Hauptbahnhof rum. Ja, was ist eigentlich mit Frankfurt, Mann? Ein Jahr sind wir wieder so anders, da hast du vielleicht auf einmal so ein Iro. Ja. Wenn ich das hab, dann komm bitte vielleicht, und schlag mich. Vielleicht bist du in einem Jahr rechtsradikal. Das bin ich doch jetzt schon. Schaut bei Gnu vorbei, solange sie sich noch nicht verändert hat. Wir gehen jetzt was essen. Oh ja, ich hab's. Und damit meinen wir dich, denn heute vernaschen wir dich. Oh Gott, Alter. OnlyFans, Julian Bam. Ah, ich hab einen OnlyFans-Account, ja. Ne? Ja, ich weiß. Mit 10.000 Leuten, die wir folgen. Die so. Wollen jetzt Content sehen. Ich sollte dick zeigen, ja. Schick doch einfach, tu doch einfach Rhesus Arsch hochladen. Hier mein OnlyFans in der Videobeschreibung.